Ich habe im JBT bereits mehrere externe Projekte gemacht, war im Vorstand, habe mich als Qualitätsmanager auf internen Projekten engagiert und war Mentor für neue Mitglieder im JBT. Kurzem habe ich mein erstes externes Projekt abgeschlossen. Hierbei haben wir Staffing-Standorte von IT-Spezialisten analysiert. Auf meinem aktuellen internen Projekt arbeite ich als Projektleiter und entwickle gemeinsam mit meinen Teammitgliedern ein Organisationskonzept für einen externen Kunden. Ich war Projektleiter auf einem internen Projekt zur Erstellung einer Akquisebroschüre für JBT und arbeite momentan zusammen mit meinen Kollegen aus dem Ressort IT zusammen an einem neuen Informationsmanagementsystem, welches unsere aktuelle Mitgliederdatenbank ablösen soll. Ich habe während meiner gesamten Zeit im JBT Projekte gemacht und zusätzlich war ich 2018 Ressortleiterin Qualitätsmanagement und zweite Vorsitzende. Beim letzten externen Projekt konnten wir eine der größten Universitätskliniken in Europa mit einem Recruiting-Konzept unterstützen und gerade die externen Projekte bieten natürlich immer super Einblicke bei den Kunden vor Ort. Ich habe im JBT diverse Stationen durchgemacht. Ich war ein Jahr lang stellvertretender Vorstand und habe diverse externe Projekte durchgeführt und geleitet. Wirklich schon die unterschiedlichsten Sachen gemacht, egal ob das auf externen Projekten war, in meinem Jahr als Vorstand oder mit den internen neuen Mitgliedern. Ich habe immer was dazu gelernt und das war wirklich, wirklich toll. Ich durfte bisher im JBT ein internes Projekt begleiten, bei dem wir die Kommunikationsstrukturen des JBTs analysieren konnten, um mögliche Optimierungen zu finden und diese umzusetzen.